Okay. So, das ist die erste City, also. Du weißt, du kannst schon Erfüllte bekommen. Ja, weiß ich. Ich habe eine Nachricht bekommen. Okay, hier kann man die Cam nicht drehen. Da ich jetzt über 50 habe, 50 Follows, und da ich im Durchschnitt auch mehr Zuschauer habe als 5, dann habe ich eine Nachricht bekommen. Tatsächlich, ja. Und ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Du hast es durch die Naturzone geschafft. Was nicht schlecht. Ja, war jetzt auch nicht so schwierig. Dein Team ist erschöpft, ab zum Pokécenter. Das sind Kanalpunkte. Das haben die, glaube ich, aber neu eingeführt jetzt. Und wenn man Affiliate ist, dass man dann noch diese Punkte hat. Liga-Karte von den. Okay. Achso, okay, habe ich das erst jetzt bekommen. Du kannst das Design deiner Liga-Karte mit Hilfe der Kartomaten, die du in den Pokécentern von Dala findest, individuell gestalten. Wenn du deine Liga-Karte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert. Jeder Trainer besitzt eine eigene Liga-Karte, die er über die Kommunikationsfunktionen mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über das X später noch auflos Liga-Karten ansehen, die du bereits erhalten hast. Ziemlich groß ist, aber kein Grund zur Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, woher dein Team handelt. Kein Problem. Jetzt fängt sie wieder hier an zu reden. Vergangenheit, Tschüssikowski. So. Ich brauche Information und kein Gelaber. Bin wieder zurück. Was habe ich verpasst? Ich weiß nicht, wann du weg gewesen bist. Die Leute, die hauen einfach ab und kommen. Die kommen und gehen, wie sie möchten. Raspberry Bahnhof. Also das hat der Chancen, relativ seltener Pokémon auszutreten. So, hier ist meine Box. Können Sie mir was verkaufen, junger Herr? Es tut mir leid, hier war der Laden. Hallo. Pokebälle. Ja, 13 Stück vielleicht. So viel Geld habe ich jetzt auch nicht, ne? Was habe ich so in der letzten Stunde verpasst? Ich habe verschiedene Pokémon gefangen, habe gelevelt und jetzt bin ich in der ersten Stadt hier. Hoffentlich kriege ich meinen ersten Orden. Und einen Premierball habe ich. So, wie wertvoll sind die Zutaten, die ich immer so aufs Geschenk bekomme? Kann ich da ein bisschen Geld rausschlagen? Ja, nicht schlecht, ne? Kosten die alle 200? Egal was ich... Ne, Fertignudeln sind schlecht. Uferkraut, ihr Heilige. Ja, da kriege ich auf jeden Fall mehr. Rest ist immer noch 200. Wieso sind Frikadellen 75 wert und die Würstchen 200? Sind das diese Fertig-Frikadellen für 1 Euro oder was? Verkauf am besten nur die Sachen im Schatzbettel, was? Schatztasche meinst du? Oder Beutel, wolltest du Beutel schreiben? Im Schatzbeutel. Das bedeutet, die ganzen Sachen, die in der Schatztasche sind, die brauche ich nicht. Sind praktisch dazu gemacht, um sie zu verkaufen. Geben ordentlich Kohle. Ja gut, okay, Nugget, Riesen-Nugget, okay.
Das bringt ja Geld. Perle auch. Und Silberfunkel, sie ist von geringem Wert. Okay, Minipilz hätte ich gedacht, dass man damit irgendwie... Ach du Scheiße, 20.000. Ach, ich habe eben jedes Mal drauf gedrückt. Das steht da links immer, die Preise. Hm, sehr gut. Danke für die ganzen Tipps, Leute. Ich hätte jetzt Honig und Minipilz gedacht, dass man das zum Kochen benötigt. Die drei Sachen sind ja klar, dass man die irgendwie verkaufen muss. Alles klar. Auf eure Verantwortung. 20.000, seid ihr sicher? Ich traue mich nicht. Also muss ich in diesem Spiel nicht Geld farmen, weil ich werde wahrscheinlich genug haben, ne? Ne, die Kochsachen sind nur in der Zutatenliste. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass das auch da ist. Okay, dann wollen wir mal alles verkaufen hier. Ich bin reich, bin ich. 50.000, ich habe ausgesorgt. Ja, könnte ich ja mehr kaufen, ne? Jetzt, wo ich Geld habe. Ich weiß auch nicht, wie lange ich die normalen Pokébälle benutzen werde, aber 40 sind, glaube ich, okay. Fürs erst. Immer schön regelmäßig speichern. Unfassbar, schon 4 Stunden haben wir voll mit dem Spiel hier. Wusstest du schon, dass obere und untere Bereich der Stadt durch einen Lift verbunden sind? Okay, das heißt, ich werde wieder vom Spiel her zurückgehalten. Ein weiterer Nugget zum Verkaufen. Wem kann ich ein Nugget? Ist aus purem Gold, das einem Bilanz besitzt. Es ist von. Aber was würde es denn machen? Welchen Pokémon zum Tragen geben? Wieso sollte ein Pokémon das tragen? Wieso? Mein Charter ist schon Level 21. Ja, ich habe dir ein paar Bonbons gegeben. Ja. Eröffnungszeremonie. Sie finden morgen in Engine Stadion statt. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Geh mal in die Boutique, kannst du ganz gerne machen. Also, ich mache heute sehr, sehr gute Fortschritte. Dieser Briefkasten wird regelmäßig von Pokémon gelernt. Gelehrt, nicht gelernt. Von Pokémon. Ne, ich werde dich hier nicht bezüglich der Schwierigkeitsgrade spoilern. Okay, das heißt, es wird ernst. Das heißt, ganz viel, 60. Ganz viel Farmen, ganz viel Raiden und ganz viel, Kämpfen. Und leveln. Looten und leveln. Glurak. Ach, da. Ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden. Er ist so verpeilt, der Typ. Mein Orientierungssinn. Lässt echt zu wünschen übrig. Könnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen. Wir haben so komische. Der eine Typ ist immer total euphorisch. Der freut sich über alles. Der Typ weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Der verirrt sich die ganze Zeit. Ich bin der einzig Normale hier in dem Spiel. Ja, ich bin absoluter King, bin ich hier.
Hier, gib das deiner Pokémon zum Tragen. Stück Holzkohle. Du verstaust es in deiner Tasche. Ein Item zum Tragen. Ein Brennstoff, der Attacken vom Typ Feuer verstärkt. Wie gut ist das denn? Du bist fast da. Wenn du den Lift hinternimmst, kannst du das Engine gar nicht verfehlen. Kann ich das Stadion gar nicht verfehlen, sagt der Typ, der alles verfehlt. Mhm. Holzkohle. Ein Item zum Tragen. Okay, das ist der Sinn des Tragens. Das machen wir mal. So, das kann ich jederzeit wahrscheinlich wieder wegnehmen. Okay. Sehr komisches Kostüm. Das Item habe ich meinen Glurak gegeben. Aber ich kann es ja wieder wegnehmen und einem anderen Pokémon geben. Oder? Das ist ja nicht. Sonst würde ich ganz gerne vom Spiel hören, dass. Also eine Warnung würde ich ganz gerne haben. Wenn man Items nur einmal geben kann, würde ich gerne eine Warnung bekommen. Ob ich mir sicher bin. Weil sonst ist das ja ärgerlich. Okay, links ist wahrscheinlich auch wieder nichts. Dann gehe ich mal wieder nach da. Okay, man wird gewarnt. Das ist sehr gut. Na hopp. Da bist du ja. Jetzt freut er sich schon wieder. Stell dir mal vor, die Öffnungszeremonie schauen sich noch unsere mit an. Sondern unzählige Leute an, auf der ganzen Welt. Pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird reingeklotzt. Ne, rangeklotzt. Alles klar. Also irgendjemand hat sich das ausgedacht bei der Übersetzung. Was hat ihr denn für komische Gestalten? Alle Teilnehmer der Arena Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht im Gnospi Inn zu verbringen. Warte mal. Kann ich nicht einfach hier so ein bisschen rumspazieren? Sprühdose Schutz. Sind das die verschiedenen Orden? Feuer, Wasser, Kampf, Gestein. Pflanzen. Feen. Und dann hört es auf. Dunkel? Dunkelheit? Und Geist, ne? Geist gibt es auch noch. Drei Feuerheiler. Ja, nein. Nein, ja. Irgendwie so in der Art. Ich kenne jetzt nicht alle 8 auswendig. Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Warum melden wir uns an? Aber man spielt ja nicht gegen richtige Spieler, sondern das ist alles CPNs und keine. Sonst wird das ein bisschen heftig. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Hier ist mein Brief. Eine Empfehlung von Champ persönlich, sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch von Champ, vom Champ. Wie bitte? Der Leon hat euch beiden eine Teilnahme an der Arena Challenge empfohlen. Dann müsst ihr wirklich großes Talent haben. NPCs. Scharf beobachtet, mein Name ist Hop. Kleiner Bruder, ich sehe dir mit deinen Fußstapfen, werde der neue Champ. Wie, wo, was? Wow! Einen Moment bitte.
In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Okay. Bitte gib eine gewünschte Trikotnummer ein. Ich nehme die 8. Denn die 8 ist meine Lieblingszahl. Ja, so sieht's aus. Damit alle wissen, dass du ein Arena-Dixer bist. Dann wird der Frostlaus in Crosby Inn übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Nicht lumpen lassen, was? Wir checken am besten gleich im Crosby Inn. 2 habe ich. Ne, die 8 ist schon eine coole Zahl. Das ist quasi das Unendlich-Zeichen, nur ne, andersrum. Und es hat fast wie die 0 kein Ende. Das geht immer so weiter. Die 0 ist auch schon cool, aber die 8 ist besser. Okay. Das bedeutet, das sind alles richtige Gegner. 69. Kappa. Guten Tag, der Herr. Entschuldige, aber hier haben nur diejenigen Arena-Challenger Zutritt, die sich an unseren Arena-Mission versuchen. Das habe ich vor lauter Lesen nicht verstanden, wo ich hin muss. Ich muss wahrscheinlich... Ich habe 999 Pokébälle. Ich muss wahrscheinlich da ins Hotel. Du bist Arena-Challenger, Cynical. Habe ich recht? Kann man nicht aber Knossi sagen? Zum Knossi-Inn geht es aber entlang, wenn du mir folgen willst. Zum Knossi in. Ich bin auf dem Weg. Ich hoffe, es gibt später noch weitere Anziehsachen. Hier ist es. Das ist das Knossi in. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen. Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Was machst du denn hier im Hotel? Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Gala-Region zusammenhängt. Dann können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Diese Statue, wer soll das sein? Das ist der Held der Überlieferung zur Folge 1 der Gala-Region zugerettet. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne eine Geschichte. Habt ihr das? Aha, jetzt gibt es auch noch hier Helden in dem Spiel. Bitte erzähl uns alles. Nur wenn du dich kurz fasst, bitte. Vor langer, langer Zeit entstand am Himmel vom Gala ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Sind wir hier bei Zelda? Sind wir hier bei Link? Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Vielleicht war das ja Link, man weiß es nicht. Oh, die Link. Ja, danke, dass man sich ja für die Kurzfassung entscheiden konnte. Was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt. Auch deswegen ist es wahrscheinlich Pokémon Schwert und Schild. Also hier eine Menge Arbeit von mir. So, wir sind mal nett. Du kriegst das schon irgendwie hin. Sag mal, solltet ihr nicht langsam einchecken? Ja, wir würden schon längst einchecken, wenn du uns hier nicht belabern würdest. Alles klar. Ich dachte schon, das ist Team Rocket. Macht euch vom Acker hier. Ole, 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 ole. Meine Kollegen vom Team Yell und ich sind extra angereist, um unseren Lieblingstrainer bei der Arena Challenge anzufeuern. Ach, es gibt jetzt noch hier Hooligans.
Müssen wir leider deine Pokémon platt machen. Mal sehen, wer hier der Pokémon. Mache ich die jetzt fertig? Finstere Nacht, Terraria Sonnenfinsternis. The Legend of Zelda, Pokémon Schwert und Schild, Finstere Nacht. Du legst es echt drauf an, willst du, dass ich habe dich gewarnt. Okay. Er fordert mich heraus. Er bekommt Saures von mir. Okay. Das Pokémon kenne ich auch. Level 9. Wie niedlich. Doppelkick. Wobei meine Feuerattacken wesentlich stärker sind, aber das reicht vollkommen aus. Ich habe auch gehört, dass man mit Hoplo am Anfang viel stärker ist. Und später wird es schwieriger. Und mit der Master-Pokémon hast du anfangs Schwierigkeiten, aber später wird es irgendwie einfacher. Und das Pflanzen-Pokémon ist, glaube ich, ja durchgehend. Ja, durchgehend gut oder schlecht, je nachdem. Die nächste bitte. Kein Problem. Ich werde noch nicht mal wechseln. Hoplo macht sie alle fertig. Depri-Fuchs. Ich mach mal vorher. Ja. Nein, sehr effektiv, ich mach das. Wobei, das ist wahrscheinlich wieder ein Boden-Pokémon. Ne? Level up. Eine Flugattacke finde ich sehr, sehr gut. Wobei, das Pokémon werde ich wahrscheinlich nicht behalten. Aber bis jetzt habe ich kein anderes Flug-Pokémon. Weil Flug ist ja immer ganz gut gegen Boden-Pokémon. Soweit ich weiß. Hast du hier etwa die ganze Zeit gekämpft? Ich würde ganz gerne auch weiterkämpfen. Keine schlechte Idee. Pass auf, ich steige mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Dann ist der Champ der Gala-Region. Okay. Oh, jetzt geht's ja 2 gegen 2. Ich hätte auch alleine fertig gemacht, aber okay. Ich könnte beide fertig machen. Wenn ich mal einen Doppelkick mache, sind beide weg. Flug ist gut gegen Kampf. Also soweit ich weiß, ist Elektro gut gegen Wasser und gegen Flug. Und Flug ist doch gut gegen Kampf, okay. Aber auch gegen Boden, oder nicht? Weil die halt eine bessere Übersicht haben, weil sie in der Luft sind. Ich kann die jetzt aber bestimmt nicht aufteilen. Kann ich die aufteilen, die Kicks? Ich verstehe das nicht. Wenn ich jetzt eine Attacke auswähle, wie Doppelkick, wieso kann ich meinen Mitspieler attackieren? Was ist das Problem hier? Das habe ich eben auch noch nicht verstanden. Wenn es darum geht, ihn zu verstärken, okay. Heiltränke, sonstiges, alles okay, aber nicht, wenn ich eine Attacke auswähle. Kein Plan. Einer weniger. Was ist denn hier los? Erfahrungspunkte erhalten. Mach du mal weiter, dann. Aber echt krass, dass um 12:30 noch 5 Leute dabei sind, die zugucken. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das hier alles reinzieht. Er hat es jetzt nicht geschafft. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht hier.
So, weg ist das Ding. Der wollte jetzt mit mir kämpfen und hat nichts geleistet. Jetzt habe ich alles wieder alleine gemacht. Aber so muss es sein. Dabei wollte ich mir doch eigentlich die Öffnungszeremonie anschauen. Und es gibt richtig viel Kohle. Miss Mary. Wir, also. Ich verstehe, dass ihr mit dem anderen Arena-Kämpfer Kriegsfuß steht, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Oh, jetzt habe ich wieder aus Versehen. Nehmt meine Fans, die nennen sich den hier. Na, große Klappe, nichts dahinter. Das war wohl nichts bei den Herrschaften da und Damenschaften und Herrschaften. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Kein Problem. Also schon ein eigener Fanclub, Mann, da werde ich glatt neidisch. Das war nicht schlecht, Kollege. So, was haben wir hier? So irgendwelche Studenten? Die wollen gar nicht mit mir reden. Dreistigkeit. Guten Abend und herzlich willkommen im Knospi Inn. Ich bin ein Arena-Challenger, nicht wahr? Wenn du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Selbstverständlich. Ach, du bist ja nicht richtig. Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Okay. Psycho ist auch gut. Also Psycho im Team zu haben, meinst du? Am nächsten Morgen. Ich dachte, ich kann jetzt meine Suite ein bisschen hier untersuchen. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Da redet auch wieder so ein Stuss. Kommst du, Nickel, machen wir ein Wettrennen bis zum Stadion. Wie so ein Kleinkind, ne? Wer letzter da ist, verliert oder der erste gewinnt. Soll ich dich zur Arena-Stadion führen? Selbstverständlich. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Wir reden alle zu viel. Ich glaube, 50% sind einfach unwichtige Sätze, unwichtige Informationen. Einfach nur Gelaber. Guten Tag, der Herr. Du bist ja nicht richtig. Deine Veranstaltungen, die zur Arena-Stadion gehören, musst du deine Informationen. Okay, ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Kann ich mir das selber aussuchen oder ist das schon? Okay, ich kann mir nichts aussuchen. Aber die 8 ist schon mal da. Hammergeil. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Und die Trikotnummer 8 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut. Die beginnt gleich, okay. Ich glaube, damit könnten wir auch den Stream beenden mit der Zeremonie. Oh, da ist ein Pikachu im Stadion. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle vorbeigeschaut haben. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region zu öffnen. Jawohl, die Arena-Challenge. Die Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer die besiegt, wird alle 8 Arena-Orden ergattern und darf... Findet das alles jetzt hier statt, oder was? Okay.
Ist das jetzt so, dass die ganzen Arena-Leiter, so rum, dass die alle jetzt hier sind? Ich muss die jetzt alle hier besiegen. Mit Pflanzen-Pokémon. Der Wasser-Pokémon. Kate. Feuerveteran. Kabu. Das Wunderkind Dings da. Typ Kampf. Okay. Sag ich doch, Feen-Pokémon. Gesteins-Pokémon. Okay. Okay, Drachensturm. Gibt es jetzt nicht jeden Arena-Leiter in einer Stadt? Es verwirrt mich. Und jetzt bin ich wieder hier und umgezogen. Okay, das war glaube ich nur die. Okay. Der redet mir einfach zu viel. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen, Rose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon einige Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunderstern heute hergeführt. Okay, die Dame Bänder steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Gala-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Übersprudeln vor Begeisterung, das habe ich noch nie gehört. Übersprudeln. Was ist denn hier los? Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut. So. Scheint er wirklich gute Laune zu haben. Aber zurück zu euch. Er hat vor kurzem begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrungen sammelt. Steckt euch Ziele nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen, Seneca. Ja, tatsächlich diese eine Animation, wie er sich freut. Okay. Bestimmten Reihenfolge herausfordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns zurück. Da kommt man über Route 3 hin. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arenen von Gondor herauszusuchen. Ach, aufzusuchen. Okay, ich dachte, wir müssen... dass die jetzt alle da drin sind und ich muss die hintereinander alle besiegen. Die sind jetzt tatsächlich, jeder hat seine Stadt, seine Arena. Da hat sich nichts geändert. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die dazugehörigen Arena-Missionen bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Okay. Dann brauchst du erst einen Pflanzenorden aus Tiefe und einen Wasserorden aus... Okay. Habe jetzt die Switch ausgemacht, weil ich nur noch Twitch gucke darf jetzt. Na, gucken darf jetzt. Aber hier haben nur diejenigen Arena, wenn ich so tippe. Okay. Dann seid ihr aber auf jeden Fall etwas jünger, wenn ihr... gewisse Sachen nicht dürfst und dann Seneca, Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen.
Bei der ersten Arena ist die Challenge voll cool. Ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Auch Verzeihung. Hier hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Flugtaxis? Okay. Wie der Name schon sagt, hast du mit dem Flugtaxis fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Also Schnellreisefunktion. Okay. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Okay, wenn ich jetzt zur Route 2 möchte, muss ich nicht jedes Mal durch diesen komischen Wald da. Nützlich, nützlich. Ups. Ja, die freuen sich alle hier, ne? Wie sieht's mit meiner Liga-Karte aus? Kann ich hier nicht irgendwie... Ach, da kann man... Okay. ...29.02.2020, Cynical. Meine ID-Nummer. Ich weiß nicht, ob sie wichtig ist. Da steht sie. Speichern wollte ich auch noch. Ich weiß nicht, wollen wir weitermachen? Weil das ist eigentlich schon eigentlich ein guter Zeitpunkt, um kurz Pause zu machen oder aufzuhören. Ich brauche die Map. Und dann können wir beim nächsten Mal dann den ersten Orden holen. So, sind das ja die... Route 3 war der hier, ne? Der ist tatsächlich überall. Da bist du ja. Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit einem Zählingskampf? Du gegen mich. Komm, ich mach den fertig. Dann reise ich schnell nach unten. Hol mir das eine Pokémon dann noch. Und dann können wir das beim nächsten Mal machen. Ich weiß nicht, ob ich morgen Pokémon streamen werde. Wenn, dann vielleicht Dienstag. Ich muss mal gucken. Der hat immer noch diese komische Schar. Level 11. Aber ich werde Story-Spiele werde ich öfters spielen. Also durchgehend, ohne große Pause dazwischen. Damit wir nicht irgendwie vergessen, was da alles passiert ist. Nicht Pokémon wechseln. Aber ich bin müde, deswegen gehe ich jetzt schlafen. Danke, dass du dabei gewesen bist. Gute Nacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich mache das hier schnell zu Ende. Ich glaube, das ist viel besser, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Okay, das war jetzt nicht so gut. Schönen Abend noch. Gute Nacht. Wir wünschen uns gute Nacht. Ich gehe gleich auch ins Bett. Ist auch sehr, sehr spät schon. Und danke für die ganzen Follows von den Leuten. Okay, sehr effektiv bitte. Und weg ist er.
Es macht mich nur noch stärker. Ich und eine Klemme. Also bis jetzt ist er nicht mal annähernd so stark wie ich. Wieso ist er denn so schwach? Ja, so sieht's aus. Hier hast du meine Ligakarte als Zeichen meines Respekts. Als ob. Ich werde auch durchziehen, knallhart. Okay. Mach du mal. Ich hätte eigentlich nach unten gehen sollen. Hier gibt es auch diesen schwächeren Trank. Wo gibt's denn? Die bekomme ich wahrscheinlich später erst. Karte. So, war das nicht irgendwo hier unten? Doch, hier irgendwo. Das ist unfassbar, wie oft das Spiel hier hakt. Also bei laut Karte beziehungsweise Pokédex. Müsste ich die beiden Pokémon hier irgendwo fangen können? Oh, da ist er schon, da ist er schon. Ist wahrscheinlich wieder zu viel, ne? Pokémon wechseln. Ich fange mal mit Pikachu an. Schade.
Seite. Und das gleiche nochmal. Genauso viel. Nicht mehr abziehen, genauso viel. Perfekt. Aktualisiert. Ab in die PC-Box. Sehr gut. Überall diese Hunde, guck mal, überall sind diese Hunde. Wer ist denn da noch drin? Wo ist denn dieses Käfer-Pokémon hier? Das Smiley bewegt sich nicht in kleinen Schritten, sondern in großen Schritten. Was haben wir denn da? Ja. Ich weiß nicht, ob es hier versteckt ist. Perfekt. Okay, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Ich hätte es nicht besser machen können, Pikachu. Sehr gut. Direkt Pokéball hinterher und dann hoffen, dass es funktioniert. Sieht aber gut aus. Typ Käfer. Ich weiß nicht, wie wichtig Käfer sind. Oder Pokémon von Typ Käfer.
Nicht ins Team. In die Box bitte. Man könnte hier stundenlang könnte man hier weiterspielen. Man könnte jetzt immer noch weiterkämpfen. Und in den Wald. Ich wechsle jetzt einmal die Pokémon. Und ich habe momentan 28 gesehen und 22 gefangen. So, der hat mir anfangs Schwierigkeiten bereitet, weil hier die ganzen Feuerattacken nicht sehr effektiv sind. Aber dafür der Doppelkick. Und das zweimal hinterher und gut ist. Wir wollen mal. Wieso kann man. Ist auch egal, ob ich jetzt hier hingehe oder hier hingehe. Es ist doch beides nebeneinander. Vielen lieben Dank, junge Dame. Kartomate, da wollt ihr noch hin, bevor ich heute den Stream beende. Neue Liga-Karte stellen, Liga-Karte aktualisieren. Ich hab doch schon eine. Aus wie so ein Altherrentaschentuch. Ich bevorzuge dann sowas lieber. Okay, ich habe mich entschieden. Kein Effekt. Das sieht ein bisschen aus wie Blitze, oder? Oder der war sowas. Ich möchte keinen Effekt haben. Was würde denn hier unten stehen? Macht das Sinn, einen Rahmen zu haben? Was ist denn meine Schokoladenseite? Links oder rechts? Ja, das sieht gut aus. Nicht bewegen. So. Die Steuerung ist echt.
Ich hätte auch das Gesicht nur machen können, ne? Nur das Gesicht und dann gucke ich so ganz komisch. Also guckt doch niemand. Das sieht sehr gut aus. Glänzende Beschichtung. Damit hätten wir heute auf jeden Fall so einiges geschafft. So, ich bedanke mich einmal für VicFan1, Blazy und Free Polizeigriff. Die drei Follows. Danke an alle Zuschauer. Das war's für den heutigen Stream. Ich werde wahrscheinlich frühestens Dienstag, glaube ich, wieder Pokémon Stream. Und ich hoffe, dass auch da so einige reinschauen werden. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, euer König. Und gute Nacht. Genießt das Wochenende. Tschüss. Müsste jetzt eigentlich aufs Klo. Ich bin manchmal so behämmert. Du gehst jetzt da nicht hin, aber bist du eigentlich Perversling? Ekelhaftes Viech. Oh, du verdammter Idiot! Die Tür ist mit Efeu überwuchert. Nimm die Lins Machit. Ich hab einen Flammenwerfer. Torpedo! Als ob das nicht funktioniert. Damit kannst du ein ganzes Rind durchkriegen, ja? Du gehst gleich weiter zu mir. Espresso trinken und weiter zu mir. Ja, du bist gleich nicht mehr gut. Ey, das ist... Das war richtig gemein, aber das hat sie doch gesagt. Nur Gewinn reicht nicht. Alles klar. Wir suchen Streit. Ach, können sie haben. Aber es sind ja drei Runden. Oh, was willst du mit... Was haben die da gemacht? Raststätte oder was?
das Ding. Aber das müsste jemand klippen, weil das ist echt. Das war ein Bug. Deswegen hätte ich mich nicht erinnert. Wir gehen dann weiter. Oder auch nicht. Guck mal, alle drei auf einmal. Triple. Du bist gut ausgestattet, Louis. Keine Angst. Du schaffst das. Da ist er. Ich hab's durchgespielt. Ich sagte doch, es wird durchgespielt. Beide auf einmal. Vergessen, wie spät es ist. Okay, das könnte knapp werden. Das war keine gute Idee, mein Herr. Was ist passiert? Ist irgendetwas passiert? Da war es die 5. Ja, wir wollen alle zu Bett gehen, deswegen hier ein bisschen schnell. Reinigungsfirma, du. Wir reinigen die Leute. So, Aufzug oder. Naja, der Hund möchte das sogar. Oben durch. Ha! Nicht mit mir. Das hat niemand gesehen. Das wird nicht geklickt, auf keinen. Und halt mal hoch. Jetzt kann ich hier durch. Ey, hätte ich das jetzt nicht geschafft, hätte ich wahrscheinlich von vorne anfangen müssen. Und ich mache da in der Pipe meine Tricks und folge mir ab. Die war die ganze Zeit vergiftet.